Die Sterne, die du am Himmel siehst, sind sehr, sehr weit weg. Sogar der nächste Stern, unsere Sonne, ist ungefähr 150 Millionen Kilometer von uns entfernt. Und wenn du jetzt wissen wolltest, woraus die Sterne bestehen, dann müsstest du eine ganz lange Reise durch das Weltall machen. Richtig? Stimmt nicht. Das kannst du herausfinden, indem du dir das Licht der Sterne ansiehst. Betrachtest du Licht durch ein Gerät, das man Prisma nennt, dann kannst du sehen, dass weißes Licht eigentlich aus vielen verschiedenen Farben besteht. Diese Farben zeigen uns, woraus der Stern besteht. Astronomen haben riesige Teleskope mit speziellen Prismen. Mit deren Hilfe kann man die Farben, aus denen Sternenlicht besteht, viel, viel deutlicher sehen. Es ist sehr erstaunlich, dass die Farben anzeigen, aus welchen Atomen der Stern besteht. Wenn mehr Grün vorhanden ist, bedeutet das, dass es mehr Sauerstoff gibt. Kohlenstoff ergibt mehr Blau, Wasserstoff mehr Rot. Und sobald wir wissen, woraus ein Stern besteht, können wir alles Mögliche daraus schließen. Wie alt der Stern ist, wie viel er wiegt, wann er explodieren könnte und sogar, ob er in der Nähe eines Planeten ist, auf dem es Lebewesen gibt. Wenn du demnächst wieder nach den Sternen schaust und die funkelnden Lichter bewunderst, versuch mal dir vorzustellen, was man dabei alles herausfinden kann.